Lädt er jetzt so lange? Oh, gut. Ich dachte schon, jetzt irgendwas kaputt. Good mother of hell. Bin ja mal gespannt, was da jetzt für Viecher auftauchen. Und mit meinen Feuerbällen werde ich da wahrscheinlich nicht mehr viel reißen können. Dafür habe ich aber noch einen Eisstab. Das reizt. Lasst mich in Ruhe, ihr Kreuzwerge. Solange es nur Kreuzwerge sind, wo ist das Problem? Reißen wir nochmal alles ab. Ich habe wieder Gegenwind, das ist doch zu kotzen. Götzen ist es. Ob der jetzt Kohle rausspuckt. Na. Und das automatische Befüllen ging, ne? Das ging, ja. Ding. Okay. Sortieren funktioniert auch bei mir. Der haut mir keine Kohlen raus. Der haut mir keine Kohlen raus. Vielleicht musst du das Ding nochmal abreißen und wieder neu setzen. Hab ich gerade. Der automatische Befüllen? Nee. Ach, guck mal, jetzt ist hier auch ein neuer Platz für den nächsten Boss. Ein Vater, einst stolz und erhaben, durch Himmel aus Flammen erflog und wurde in Wahnsinn begraben und sein eigenes Herz er belog. So. Was ist denn jetzt verkehrt? Wo hänge ich denn? Alles verbuggt, oder? Stimmt, an irgendeinem Stein, den ich nicht sehe. Ja, das rote Erz, was ich davor schon hatte, das scheint dann nicht mehr anzunehmen, ja. Achso, da hast du irgendwas gefunden, was jetzt nicht mehr existiert. Ja, das sieht so ich aus. Ich dachte, das wäre dieser komische Flammenstein oder sowas, wie der heißt. Ja, wollen wir nochmal in die Ashlands gehen, ein bisschen? Ich bin da. Was ist denn das jetzt hier? Ist das Wasser? Oder kann man da drauf treten? Das ist Boden, ne? Das ist Boden. Der Boden ist Lava. Ich muss erstmal was beschwören. Da liegen Knochen oder sowas. Da hinten ist ein. Was sowas wie so ein Flammenblob. Und Schleimblob oder Teerblob als Flammending. Und da ist ein großer glühender Stein. Monolith oder sowas. Wenn ihr wollt, könnt ihr gerne zu mir kommen. Das ist das unbenannte Portal bei mir an der Base. Ganz, ganz links. Ich bin gerade auf der Reise selber aufs rote Wasser. Mal gucken. Alles klar. Gibt's was fressen? Ist unbenannter. Ganz Dakota zuckender. Guck mal. Es fällt halt auch die ganze Zeit Zeug von oben runter, ne? So, Meteoritenhagel und sowas. Alter, was ist jetzt gerade los? Und vielleicht brauchst du deswegen das Schutzschild. Das kann ich doch nicht aber jetzt überall hinstellen, oder? Auf alle 5 Meter. Jetzt ist Sturm gerade, das ist doch zum Kotzen. Der hat sogar einen Stern. Was hat mich getroffen, was ich geblockt habe? Ach, der spawnt irgendwelche Viecher. Ich sehe nichts, Alter. Es ist so scheiße dunkel. Soll man hier wieder dieses komische Nebelding ausrüsten, oder wie? Okay. Alter, what the fuck war das jetzt? 2 Schritte hier rausgegangen, auf einmal so ein Sturm, dass man nichts mehr sieht. Es fängt gerade an mit Sturm, deswegen wird das, denke ich mal, sein. Irgendwas trifft mich. Ja, da ist noch so ein verkohlter Scharfschütze. Will ich es riskieren?
Bones. Ich spawn dort jetzt rein. Knochen. Na danke, dass ich keinen Schreck kriege. Das Ding. Hast du kein Schild bekommen? Licht? Nee, okay. Was haben die Viecher überhaupt gedroppt? Ja, Knochen. Einfach noch Knochen. Hast du okay bekommen? Nee, du bist da reingelaufen, ich bin der Fernkämpfer. Warte, ich guck dir mal welcher. Ja. Hast du keine bekommen? Es sammelt alles auf. Verkohlte Knochen, okay. Mhm. Bleib mal stehen. Schleichst du gerade? Was mache ich? Schleichst du? Schleiche? Warum? Weiß nicht, was das so aussieht, als würdest du schleichen. Achso, ja, ich schleiche. Ja. Damit ich sehe, wenn mich ein Monster sieht. Weil ich schleichst du gerade? Hä? Verstehe ich nicht. Junge! Ja, was ist denn das dort oben? Die Blitze sehen ja cool aus. Jetzt kommt so ein Feuerblob. Lavaklumpen. Mal sehen, wie lange mein Boot das durchschreckt. Ich hab einen Dingstrank drin. Och, der explodiert, oh, Alter! Das ist ein Kamikaze-Blob. Das hab ich jetzt nicht kommen sehen. Jetzt hab ich gleich ein... so ein scheiß Vieh am Arsch. Sei die Seeschlange, das ist der Schützenkasten. Ich droppe dir, was der getroppt hat. Oh, cool. Schwefel! Und noch was. War noch was. Pulver. Prostituiertenpulver. Was liegt denn hier? Knochen. Kann man die abbauen? Guck mal hier. Oh! Was machst du denn da? Ein Hit. Brauchst du Hilfe? Ja, ich brauche keine Hilfe. Ich brauche freie Bahn zum Wegrennen. Ey, ein Hit, Alter. Schaden gemacht oder so. Ich gerade. Ich glaube, die Eispfeile, wenn wir vorstellen, sind ganz okay. Aber wir müssen ein bisschen Rückzug machen. Gleich. Gut, der mit dem Sternchen ist tot. Ach. Oh. Ach, oh, zum Glück hast du ihn gekillt. Hat er das Schwert abgelegt? Ist aber noch einer. Da ist noch einer. Also auch noch ein Bogenschütze. Was ist das? Was auch noch ein Bogenschütze. Okay. Und Geier kommen geflogen. Achtung, da hinten sind ein paar Geier. Halt mal die Augen offen. Halt mal diese Geier. Die kleinen Fische. Das Wetter hier ist gerade voll assi, ey. Ja. Und ich sterbe. Und ich sterbe, weil ich habe keine Ausdauer mehr. Wo bist du? Da sind drei Geier, Alter, hier. Siehst du die? Kaum bin ich dort, verkohlter Krieger. Okay. Zwei Sterne, direkt vor mir. Was ist das? Da scheint unsere Ausrüstung doch gut zu sein. Da hast du gleich von Anfang an einen Zwei-Sterne-Krieger vor dir. Danke. Ein Zwei-Sterne-Gegner hast du gehabt? Ja. Das ist geil, als ich jetzt bei mir hier in der Base Asche. Greifen die Geier mein Schiff an oder was machen die? Die stehen einfach nur da. Ne, hier ist Wasser. Das ist Wasser. Guck mal, wohin die Schweine. Such mal die Arbaläste oder fallen Bogen. Sinnlos. Jetzt habe ich nicht immer ein Boot, mit dem ich dort wieder hin kann. Jetzt kommt er. Kriegst du Geierfleisch? Hast du bekommen? Also ich würde sagen, gib mal erst. Ah, die Pilze sehen cool aus. Warum du sieht man hier so wenig? Ja. Musst du wirklich diese Generatoren alle 5 Meter setzen oder was? Ich glaube nur, das wenn kann die ich mir nicht vorstellen, dass das so, so sein soll. Achtung, Blatt. Ach, Kohle. Gar keinen Schaden gemacht, aber. Hier liegen so Skelette. Ich will mal gucken, was die abgeben. Die Archer gekillt.
Ich komme da gar nicht durch. Ja, von beiden. Oh, die spawnen aber auch von überall. Autsch, drei Gegner hier. Das ist doch okay. Oh! Da kommen noch mehr, Digga. Da kommen noch mehr. Ja, ja, ich bin noch vier Leben runter. Alle Skelette sind gut dafür. Schnapp dir mal den Krieger. Da ist noch ein Bogenschütze. Zwei Bogenschützen. Ist gerade Nacht? Nee, eigentlich nicht. Ich hätte nee, das ist doch schlimm, ne? Macht ja. Oh, hier ist ein Dungeon. Ach, das ist ein Dungeon? Ja. Ich habe das versucht, die Knochen von abzubauen, aber es ging irgendwie nicht. Kannst du es mal probieren? Hilf mal bitte ein bisschen mit. Wird gerade ein bisschen viel, lieber renn mich. Der noch? Wir könnten versuchen, hier so eine Schutzstation zumindest aufzubauen. Mhm. Dass wir zumindest einen sicheren Eingang haben in das Gebiet. Guck mal, meine Palisaden verbrennen. Wir brauchen auf jeden Fall so eine Schutzstation. Lass mal zurückgehen und die Station holen. Ja, los. Ich baue hier weiter ab. Wenn was kommt, habe ich ab. Sonst ist das Portal gleich weg. Das Portal, habe ich gerade gesehen, hat Schaden bekommen. Wir müssen das gleich reparieren. Hm. Du hast ja das Material dafür, oder? Warte mal, Moment. Erstmal Schutzschild. Und dann brauchen wir Knochen. Hallo, BP. Komm mit. Kannst du mal Knochen holen? Oder? Ja, ich mach schon. Nee, ich muss hier raus. Warte. Wo ist denn das Ding? Was ist da? Oh Gott, Alter, wie viele Pfeile wollen hier noch kommen? Ja. Bitte? Ja. Wo Knochen? Da ist ein Knochen. Boah, hat man nur schlecht drauf. Mach's mal raus hier. Hast du Knochen? Oh, ich hab 100 Stück. Wollen wir das jetzt hinstellen? Auf den Strand oder dort oben auf das Stück? Lass mal oben auf das Stück, dass wir das Ding dort haben. Eieiei. Ich vermisse die alten Zeiten im Blackwood. Dann seid ihr beide da? Mhm. Hat's gerade irgendwie grün, jetzt wird's nicht mehr. Ich hab keinen Hammer mit, egal. Ich krieg's nie hin. Ich hab keinen Hammer. Wo hast denn du das Ding gesetzt? Ich versuch's ja gerade. Achso. Setz es davor, wir bauen jetzt noch drumherum. Jetzt. Bau eine Kiste irgendwie dahinter und pack Knochen rein oder so. Keine Ahnung. Das Portal ist ein bisschen im Weg, ne? Hinter und die verbrannten Knochen, die getroffen. Das Holzzeug ist jetzt, glaube ich, auch durch den Mod stärker. Das wäre uns schon längst weggebrannt. Was ist das denn? Ich hab's gesetzt. Ne, da kämpft doch irgendwas. Da unten schießt irgendwas Pfeile. Ja, da hinten sind noch Bogenschützen. Ich habe erstmal das Portal gesetzt. Du hast das Portal gesetzt? Ja, hier den Knochen reingemacht. Ich noch einen reingemacht, genau. Okay. Guck mal, ob das Boot Schaden genommen hat. Das Boot müsste man halt auch mal jetzt irgendwie abreißen und mitnehmen. Die Skelette hier müssen wir irgendwie mal abzureißen. Ich hab jetzt. Oh, ich mach dem gar keinen Schaden. Doch jetzt. Aber wenn das Boot jetzt unendlich viel HP hat durch den Mod, wie soll ich das dann abreißen?
Macht ihm ja keinen Schaden. Macht ihm ja keinen Schaden. Also im Vergleich zu dem, wie viel HP der hat. Mal mit dem Hammer ging nicht, ne? Ich hab die Axt gerade. Kannst du vergessen, Axt, die gehen immer weg. Wir wurden gesichtet. Oh, jetzt wird aber schön. Oh! Lässt sich leben. Ah, da hinten ist ein Spawner, kann das sein? Ich stand zu lange im Wasser. Ich stand zu lange im Wasser. Da hinten ist ein Spawner, deshalb kamen hier so viele. Leute. Ja, warte mal, ich hole mal kurz mein Equipment und dann können wir mal den Spawner platt machen gehen. Zu dritt. Versuche gerade die Knochen aufzubauen, die wollen aber nicht. Nee, Achtung, hier kommt ein Skelett. Hinter dir. Ja, die sind. Ach Gott, das ist ja machbar. So, verkohlte Knochen. Jetzt sieht man wenigstens noch nicht etwas. Alter, jede Menge Kohle, was ist das denn? Jetzt ist dieses schreckliche Wetter weg, ne? Ich glaube, zu dem Wetter sollte man hier einfach nicht rumlaufen. Ascheholz. Irgendwas ist hier. So, du hast gesagt, du hast da irgendwie einen Spawner gesehen. Wollen wir den mal wegmachen? Ja, da hinten, der Richtung. Dieser Monolith, den ich vor uns erwähnt hatte, ne? Also brennt, genau. Ein Haufen Viecher drumherum. Ja, warte mal, ich beschwör gerade. Dann mache ich einmal Schild auf euch. Jetzt ist die Frage. Ich hab noch Bone Mass. Gehen die Viecher? Ich hab kein Bone Mass. Ich mach gleich. Achso. Ich hab die Drachenmutter immer noch drin. Da hab ich immer noch Cooldown. Ich hab auch noch Bone Mass. Ich mach meins, ne? No, mach deins. Dann. Auf sie mit Kill. Gucken. Achtung, Bogenschützen, die. Boah, machen. Mehrfachschuss. Ein Bogenschütze weg. Ich hau schon. Oh, hier ist schon mal ein Blob. Blob. Boah. Da, ja, den hätten wir hier ranlocken sollen. Zum. Damit geht's. Ist weg. Spawner ist weg, nice. Zumindest so aus. Jetzt habe ich auch dieses Kraus, denn. Gut, alle Gegner tot. Da kommt noch ein Bob, Blob. Ja, den lässt er einfach explodieren. Die sind gut zum Abbauen. Raumfeld. Ist das ein neues Holz? Könnt ihr mal gucken? Holz, Kohle, Harz. So ein. Ich hab keine Axt mit. Lass den Magier, der einfach keine Ausdauer hat, ne? Lass den mal das Achtung, Holz abbauen. Achtung, verkohlter Krieger 1. lass ihn auf die Skelette gehen. Der macht ordentlich Schaden. Ja, bitte also weg. Der packt ein bisschen bei mir immer wieder vor und zurück. So, wollen wir nochmal in den Dungeon reingehen? Hier vorne war? Ich müsste vorher mal Mana Potions holen. Bräuchte Mana. Ich will gucken, was das Holz ist. Was das. Wer kickt denn das ins Wasser? Das läuft von der Lehne. Ich wollte gucken, was das für ein Holz ist. Ganz Vögel jetzt hier. So. Halten auswärmen und hier kommen. In der Ausdauer, das ist doch zum. Hat ein bisschen übertrieben, wie viel hier los ist, ne? Wie viel mehr Schaden machen Silberwaffen? Weil die sind ja doch schon etwas älter jetzt vom Spielstand her. Silberwaffen? Ne, in dem Chat gerade. Achso, Silberwaffen machen gegen Untote mehr Schaden. Ja gut, aber wenn sie dann effektiv sind, dadurch
extra Crits oder sowas machen? Ja, halt die Frage, ob das, das halt lohnt. Vom Output her. Schwert aus den Mistlands, hat das Silber? Warte, sag ich. Ach, das hat Untoten-Damage. Das Schwert aus dem Mistlands hat Untoten-Damage, sagt er. Eis und Geist. Hat das. Geist, das ist halt wahrscheinlich Untoten-Damage, oder? Wie? Powder. Sind wir jetzt gelandet hier? Ich hole mir ein paar Mana-Tränke und dann wolltet ihr jetzt in den Dungeon rein, ja? Also, ich hab direkt vor der Tür. Rein. Ja. Mal wieder anfangen, ein paar Sachen zu fermentieren. Wo ist denn der mit Mana? Oder habe ich gerade keinen Harz mehr übrig? Ich habe keinen Harz mehr übrig, Natal. So, habt ihr alles? Nein, okay. Ich bin gerade an der Suche, wo ich meinen. So, ach hier. Wir probieren mal. War gerade der Zufall, dass direkt an der Stelle, wo ich gelandet bin, dass da gleich ein Dungeon steht. Mhm. Ja. Das. So läuft das. Das. Ach ja, ich habe ja meinen Hammer verloren gehabt, stimmt ja. Du hast deinen Zerstörer verloren? Oder? Nee, mein Hammer. Achso. Mein Holzhammer. Achso. Weil ich ja gestorben bin. Und den hatte ich doch. How did you make a new ship? You need to join the open beta. And then you can create ceramic plates. And with the ceramic plates you can build the new ship. This one. Drakkar. Iron nails, ceramic plates, whatever the good wood is, and Yggdrasil wood. Feinwood, danke. So, I feel cold. Wo seid ihr jetzt alle? Ich bin gerade noch am Einsortieren. Ich lauf gerade durch den Portal zu dir. Okay. Sind halt nur drei. Ja. Na, da könnte man eigentlich. Ich würde das Portal dann auch, wenn wir es erstmal geschafft haben, die Situation da unten so ein bisschen zu beruhigen, würde ich es wahrscheinlich von den Steinen wegstellen und direkt neben den Dungeon stellen. Da ordentlich eine Steinstruktur drumherum und dieses Schutzding da rein und dann das Portal auch ordentlich benennen. Jetzt ist es ja einfach nur ein temporäres, unbenanntes Portal. Ich bringe mir mal Ereignis jetzt mit, dass ich nicht durch 5 Portale dann durch muss. Kannst du auch, wenn du es dort auch irgendwo hinbekommst? Aber erstmal hole ich mir noch den Bonus. Ja. So. Ja. So, ja. Gut. Hast du genug Knochen reingemacht, dass das Ding jetzt auch ein Weilchen hält? Zähne kriegst du plus rein. Achso, okay. In der Kiste daneben. Hm. Ja, das machen wir dann, wenn wir das dann umplatzieren, schätze ich mal. Gut, jetzt ist es auf alle Fälle ruhiger hier. Ne, da sind auch Viecher, ich sehe sie schon. Ja, aber nur so ein kleiner, die spawnen überall mal. Lass mal einfach reingehen in den Dungeon, oder? Ja. Ja, BP, ja, mach das Tor hinter dir zu, wenn du durch bist. Ist das eine Kiste? An dieser Baumstamm. Hast du es geschafft, die Knochen hier vorne abzubauen? Gingen die, waren die abbaubar? Die kriegen Schaden auf alle Fälle, aber abgebaut haben. Ja. So oft drauf. Ah, bauen. Ja, warte mal. Damit kriegst du mehr. Mit dem Unholy-Zeug. Mit dem Silberzeug oder was? Nee, mit der Axt. Ach komm, ja, Gegner, komm.
Leute, kommen Gegner, könnt ihr bitte mitmachen? Ich sag nicht Achtung Gegner, nur so zum Spaß. Komm rein jetzt, aber noch mehr kommen. Ja, genau, lass uns eingehen. Sollen die nicht direkt an der Tür stehen? Da liegt direkt irgendwas. Hauliges Loch. Alter. Muss ich mal waschen. Du müsst mir jetzt einen kleinen Moment geben, dass ich die Skelette rufen kann, ne? Und ein Schild auf euch machen kann. Nicht unbedingt. Kann man diese Knochen jetzt abbauen oder nicht? Nein, also hab bis jetzt noch nie rausgefunden, wie. Das Ding hier mal markieren, oder? Habt ihr Licht mit dabei? Ich hab die Fee. Oh, hinter uns. Ach du Scheiße. Morgen. Was ist das für ein Vieh? Was ist das? Das Ding heißt einfach Morgen. Freeman. Morgen Freeman. Ich sehe nicht mal, was das Ding ist. Alter, das ist einfach riesiger ein Skelett. Knochenhaufen, ne? Ein riesiger Knochenhaufen. Alter. Oh, nee, immer getroffen, ne? Ja, mich hat er auch nie getroffen. Ich hatte die Skelette von Dös. Hast du irgendwas aufgenommen, was Neues? Die Skelette hat er auch nicht getroffen. Ich weiß nicht, was er gemacht hat. Er hat, glaube ich, hier in der Wand festgesteckt. Hier so ein Ding. Liegt hier vorne. An der Mauer hier. Ja. Uralter Topf. Topfscherbe. Ah, hier. Morgen Sehne, morgen Herz. Willkommen bei den Dösköppen. Was ist das hier vorne? Guck mal, das glänzt so komisch. Wollen wir das abbauen oder? Das Stein. Hier ist ein Stein. Ist wahrscheinlich die neuen Portale raus. Ah, ein mysteriöser Ort. Ganz am Rand irgendwo. Oh. Und Weg weiter, oder was? Geschmolzener Kern, Portalstein. Hier, diese Töpfe müsst ihr zerschlagen, da kommen Scherben raus. Ich sehe nicht mal irgendwelche Töpfe. Ach ja. Und eine Truhe war hier. Bronze. Eine Truhe? Ich habe geschmolzene Kerne bekommen von der Lampe, die neben dem Stein war. Hier ist noch eine Truhe. Jetzt habe ich irgendwas Neues gefunden. Aschenholz. Neue Rezepte. Ganz, ganz viel mit Aschenholz zum Bauen. Das wird von den Bäumen sein, oder? Ja. Die hier überall rumstehen. Genau, gute Frage. Kann man hier drinnen bauen? Nee. Du, das ist gar kein richtiger Dungeon, das ist einfach bloß wie so eine Trollhöhle, oder? Das kann sein. So ein winziges Ding. Ich hab kein Holz mit. Fleischhaufen, guck mal. Ach so, da sind wir rein. Vielleicht kannst du eine Werkbank hier irgendwie reinsetzen. Hat jemand Holz? Ja. Das wäre cool, wenn du hier eine Werkbank reinsetzen könntest, aber ich bezweifle. Ich habe nur Edelholz. Ich habe leider kein Holz dabei. Aber wenn wir hier ein Portal reinsetzen könnten, das wäre cool. Aber ich glaube, das kann man auch in eine Trollcave nicht machen, oder? Ja, kann man nicht. Wäre aber ganz cool. Wir können es ja mal probieren. Aber das war's auch schon mit dem Zeug hier, oder? Ist bloß dieser kleine. Kleiner Raum hier. Kannst du nicht einfach gar nichts hier. Da reingehen. Und ein Stück fertiges Silber und ein Stück fertiges Bronze. Wo kam das jetzt her? Aus den. Ja, hab ich auch bekommen. Aus den Töpfen, also aber Bronze. Was? Hm. Okay. Da ist hier wieder viel los gerade. Lass die Ecke gehen, da kommt die an uns ran. Das hier verstecken. Die Bogenschützen auch näher. Ja, hier vorne alle wegnehmen. Ich kann probieren, ob Feuer hier eigentlich was macht. Ne, Feuer macht hier nichts. Feuer Resistenz habe ich rein. Ja, da geht hier mit rein. Alter. Der kriegt Schaden hier, ne? Oder?
Ich glaube, ja, sieht irgendwie so aus, ne? Ja, gehen wir mal. Oder ist das Schaden für dir? Jetzt braucht immer mehr Schaden. Mein Blitz. Okay. Ah, du kannst doch nicht mal durchschießen. Ja. Das schützt ja vor Wetter und Projektilen. Ja, aber du kannst auch von drinnen nicht nach draußen schießen. Ich hab Schild gar nicht an. Alter, warum ist hier so viel los? Ist ja noch ein Spawner. Guck mal, da vorne brennt da noch was. Ist das noch ein Spawner? Ne, ist ein Blob. Das Blob dort hinten. Kommt mal zusammen, ich mach mal Bodenmess an. Achtung. Bogenschützen sind eklig. Boah. Oder keine Ausdauer. Aber du kannst die mit einem Schild machen. Ja, ja. Normal. Aber die können dich auch. Ja, können die auch. Wenn die so ein Charge-Attack machen. Alter, leck mich doch am Arsch. Viel zu sehr auf. Okay, nee, jetzt. Achtung, Blobs, die explodieren. Der muss raus. Immer was. Alter. Wo hinter dir? Kommt einer. Den habe ich weniger Angst noch. Zum Glück. Da hinten war aber ein Konstrukt. Also. Stumpfer Schaden ist gegen die auf jeden Fall nicht effektiv. Nicht? Das ist komisch. Normalerweise ist das gegen die sehr gut. Nee, ich habe gerade daneben geklappt, immer. Achtung! Ja, ja. Nee, ich habe Feuerresistenz drin. War gelogen. Ist abgelaufen. Guck mal, hier geradezu ist ein Gebäude. Da ist wieder ein Block. Achtung. Ne, ist bloß ein halbes. Achso, okay. Was ist denn das hier? Das leuchtende rote Ding. Ist das vielleicht so ein Blob-Spawn? Ja, das war ein Spawn. Deshalb ist ja dauernd ein Blob rausgekommen. Bist du oben drauf, ey? Prostituiertenpulver. Ja, gut. Kann man immer gebrauchen. Lauft man nicht zu weit rein, Leute. Bitte. Lauft man nicht zu weit rein. Das ist genau das gleiche wie damals das erste Mal im Sumpf. Ihr lauft mir dauernd weg. Ja, aber ich laufe auch nur zurück, dann wenn was kommt. Ja, und dann habe ich das wieder an der Bagge. Klar. Mhm. Was? Weinbärentraube. Ich hab Weinbären. Ich hab Rauchwölkchen. Schmeckt nach Kochen etwas besser. Solche gelblichen. Das rote, was dort ist, was ist das? Muss das ein Spawner sein wieder? Das spawnt die Blobs. Habe ich das Gefühl zumindest. Und da kommt da kommt das Pulver raus. Oh ja, Achtung. Das Ding hat offensichtlich gebumst. Achtung. Nein. Vulkangeier-Ei. Mache Eier. Kann man die jetzt auch züchten? Keine Ahnung. Mit Spierenspawner. Hier links von uns auf dem Berg sind gelbe Dinger, die kannst du einsammeln, Dös. Gelbe Dinger? Oben drauf. Ah. Rauchwölkchen. Sehe ich schon wieder einen Blob.
Was ist das denn hier? Dieser Baum. Der sieht ominös aus. Da hinten ist, glaube ich, wieder so ein Blob-Spawner. Lass den mal wegmachen. Ja, ich gehe hin. Vorsicht, BP. Doch, hier ist noch ein anderes Vieh. Achtung, hier ist ein neues Vieh. Das ist ein neues. Komm, Achtung. Achtung. Asksin. Was für ein Ding? Ich komme von hinten. Das tust du ja immer. Was ist denn? Guck mal, unter dem komischen Baum sind so komische gelbe Blöcke. Seht ihr das? Ich kann nicht mehr aufsammeln, ich bin voll. Blöcke? Ich auch. Ach, das ist nur Sulfur. Dass die Blobs getroppt haben. Wollen wir vielleicht einmal zurück und kurz Sachen ablegen? Ja. Ich finde es gerade eine große Konstrukt. Oh, hier sind wieder Gegner. Ass gesehen. Und verkohlt. Ich mach die Bogenschütze. Das Astfin kannst du wieder zähmen. Habe ich gerade gesehen. Okay. Ja. Oh, ich habe aggressiv verängstigt. Ich hab Captain Morgan gefunden. Hui. Wow. Autsch! Durchschild, nee. Da bin ich raus, da hab ich keinen Bock. Oh, Alter! Morgen schon wieder! Oh. Und damit bin ich gleich tot? Ja, hier kommt zu viel. Sollten wir fliehen? Lauf mal lieber zurück. Ja. Wir kommen später nochmal her. Alter! Das Ding hat mich von hinten angesprungen. Ja. Fuck, war das denn gerade eben? Lauf, einfach lauf. Ja, ich laufe einfach jetzt. Alter Schwede, ist das hier brutal. Seid ihr beide gestorben? Ja. Ich bin tot. Wollen wir das Portal so stehen lassen, wie es ist, oder wollen wir es hier ein bisschen mehr an Land holen? Ein bisschen mit Steinmauern und sowas vielleicht drumherum? Ich weiß es nicht. Steinmauern dann drumherum, dass wir besser rankommen. Wir können ja die Steine, die jetzt schon vorhanden sind dort, von dem Dungeon, mitnutzen. Als eine Wand quasi, oder was? Genau. Ich will jetzt wie anders an meine Equipment wiederkommen. Ja, wir gehen da jetzt hin. Genauso. Wir schaffen das schon irgendwie. Junge. Oh. Wieder zu gierig gewesen ein bisschen. Ich scheine immer irgendwie so ein bisschen in Wellen zu kommen. Wenn wir hier dann diese Balliste aufstellen, können wir uns die schon ganz schön ein Stück auf den Hals halten. Das wäre auch eine Option, ja. Sich dort einen richtigen kleinen Stützpunkt reinbauen aus Stein mit diesem Schutzdingsbums. Aber die kann die Balliste durchschießen. Durch das Schutzdingsbums. Wenn wir genug Ballisten hinstellen. Achso, das habe ich nicht, aber sobald die reinkommen halt, ist ja egal. Aber da vorne war halt noch so ein großes Konstrukt, so wie eine brandende Stadt. Meinst du, vielleicht da kommen vielleicht auch ein paar Spawns her oder so? Naja, vielleicht kriegen wir die geklärt und können dort reinbauen. Ich finde, das ist gerade irgendwie übelst viel, was dort rauskommt. Warum sind da so viele Gegner? Ja, die Großen haben jetzt genervt. Voll brutal. Ach nee, erstmal Erholung holen, oder? Erholung ist immer wichtig, das ist Ausdauerregeneration und Mana-Regeneration. Oder ich nehme einfach einen Trank, ich habe einen Trank dafür. Okay. Der letzte macht die Tür zu. Bin ich das? Nee, ich. Ich bin jetzt schon wieder fast tot.
Okay, mein Körper ist gar nicht so weit weg. Obwohl, für die Ashlands sehr weit. Ich muss erst mal gucken. Ui, ist schon... Aber machen die Skelette auch Schaden? Ja, aber so krass würde ich jetzt sagen, wahrscheinlich nicht. Ich hoffe ja, dass wir bald Stufe 4 haben, dann könnte ich die upgraden. Wenn wir alle mit Skeletten kommen. Dann 9 Skelette. Das wäre vielleicht auch gut. Die halten auch nicht viel aus, weißt du? Ich bin halt konstant an Schilder hinterher casten und so einen Scheiß. Ich komme mit dem Mana eigentlich gar nicht hinterher, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich lass mal Achtung, hier links steht doch was. Die müssen wir erstmal killen, oder? Oder wollt ihr einfach durchlaufen? Ich will nicht durchlaufen. Dann lauft. Hier vorne ist ein Blob. Ich würde trotzdem Dös vorlassen, damit die Skelette angreifen. In erster Linie. Noch einer. Von hinten. Achtung, von hinten kommt was. Ein Stern. Achtung. Oh, ich dachte gerade, der hat mich jetzt. Ich sag gerade, vielleicht ist Bogenschütze wieder. Das ist nervig. Der Bogenschütze hat auch einen Stern. Wo seid denn ihr? Weitergelaufen? Ja, bin schon weitergelaufen. Lauft weiter. Wenn ihr an eure Leichen rankommt, ist gut. Lauft weiter. Ja, ich muss das Zeug aufgenommen kriegen. Mal Ausdauer oder irgendwas. Hey, Bogenschütze und Blob hier vor mir. Finde ich auch. Ich bin froh, dass ich den Magier gemacht habe. Der geht ganz gut so. Das wäre eine Möglichkeit. Ne? Ist ganz ehrlich, wenn wir alle drei Magier machen, dann haben wir wahrscheinlich auch wieder das Problem, dass wir... Wir brauchen einfach ein paar, die vielleicht mit einem Hammer darstellen und alle immer schön rumnocken. Weißt du? Wo geht's lang? Gerade durch, ne? Ja. Ja, ja. Da musst du vor. Problem ist, wenn ich meinen Körper kriege, dann muss ich überleben. Und hier jetzt eigentlich nur gerade nach hinten. Oh, Trophäe, Vulkangeier. Ja. Ach, das ist wieder so ein Arztgewinn. Lauf weiter und hol deine Leiche. Die ist auf der anderen Seite. Die kriege ich alleine nicht platt, sag ich dir. Deshalb solltest du weiter ran. Oder wir rennen jetzt alle irgendwie. Weiß nicht. Ich werd gerade überrannt. Ich werd gerade voll überrannt. Ja, so ich hab mein Zeug schon wieder. Oh. Ich muss wegrennen. Vielleicht können wir ja mit BP regruppieren und dir dann helfen oder sowas, ich weiß es nicht. Ich habe mein Zeug, aber mein Inventar war voll. Oh, dieses dämliche, verkohlte Krieger. Okay, ich habe mein Zeug. Ich habe es auch, aber mich hat einer davon nicht angegriffen. Und ohne Bone Mist habe ich den nie platt gekriegt. Also, wieder hinlaufen. Aber ich würde mir auch noch mein Zeug holen und dann aufhören. War heute genug? Mhm. Ich kann noch mal ganz kurz schaffen dann. Dieser Basis. Ich verstehe nicht, warum hier so viel auftaucht. Man möchte meinen, irgendwann würden die auch hier so krass zu spawnen. Aber irgendwie, weiß nicht. Ist das normal, dass die so spawnen oder sind hier noch irgendwo Spawner, die wir nicht gesehen haben? Vielleicht, weil dort hinten wirklich so, vielleicht so eine Art Dorf ist von denen. Ich kann es von hier aus genau sehen. Da ist wieder dieser Morgen. Krieg ich alleine nicht tot. Ich hab grad von allen Seiten von Blobs und so einen Scheiß angegriffen. Hört nie auf. Ich kann zum Glück an den meisten vorbeischleichen.
Beispiel. Das ist ja krass hier, Alter. Alter, werden wir noch ein Weilchen brauchen, bis wir hier oben nicht zurechtkommen. Ich renne jetzt einfach mal in das Dorf rein. Ich habe auch noch, noch nichts irgendwie mit neuen Equipment oder so gesehen hier. Boah, das ist ja riesengroß. Ist das ein Dungeon? Was? Oh, schon wieder ein Stern. Oh, haben die hier alle Sterne? Mugen. Mugen, einer von den beiden. Die mir was erzählen. Ja, wirklich, ich habe hier gerade hier drei Gegner, alle mit einem Stern. Okay. Dann komm zum Minenrand. Hier kannst du hinter den Mauern und sowas. Hier ist gerade nicht so viel, also eigentlich gar nichts los. Ich versuche mir einen Weg zu dir durchzukämpfen. Ich will da nicht durchrennen lassen. Kannst du die Treppen hochgehen? Da bist du auch sicher. Doof gemacht, ey. Dieses Gehüpfe, Alter, wie so ein Behinderter. Sorry. Die ganze Stadt hier. Komm, ein Schlag noch drauf. Was denn? Alter, ist das hier abgefuckt, ey. Aber hier sind keine Gegner. Nicht unmittelbar. Bei dir sind dort keine Gegner? Hier sind keine Gegner. Ist leer. Also ist hier so viel? In deine Richtung. Achtung, hinter dir ist was, DP. Ja, hab ich gesehen. Nämlich klar, ich bin klar erschreckt. Ach, hier ist einer mit einem Sternwetter. Nicht eine Stadt, krass. Hier aussieht, ey. Das ist das ein Zwerg? Ist das ein Zwerg? Hier sind Zwerge. Echt? No, hier kämpft gerade ein Zwerg gegen so ein Vieh. Ist vielleicht. Achtung, hinter dir kommt was. Na toll, du bringst mir hier Viecher mit. In meine Stadt. Lass einen Apfel ein. Ja, da hab ich mich auch hier hochgerettet. Die Frage: Kann man in dem Haus, in dem Turm oben bauen? Hast du da was schon mal oben? Du kommst nicht ganz hoch, aber du. Da wo war schon. Kann man hier bauen. Wird langsam dunkel, vielleicht erstmal wieder rausgehen oder. Was sagt der Rabe? Komm nicht an. Wahrscheinlich hier auslocken. Und pass auf, da sind Haufen Blobs, ne? Ah ne, das ist Dös. Ja, das sind meine Schilder. Da hinten geht's weiter, da ist noch so ein Ding. Und hier ist wieder so ein Spawner. Ich hab kein normales Holz, verdammt, sonst hätte ich jetzt ein Portal bauen können. Kann man den Spawner mit Pfeil und Bogen kaputt machen? Keine Ahnung. Was für ein Spawner? Blob oder? Nö, ja, also so wie vorhin, dieser Monolith. Ja, lass rangehen, oder? Achtung, hier kommen Viecher an. Ja. Und dann raus hier, weil es eigentlich dunkel wird. Und ihr könnt ja von mir aus dann Feierabend machen und ich gehe mich noch hier ein bisschen rumquälen. Mich so umgucken. Halt mir. Da. Ja, was. Ne, da ist Kufen. Hier wurde ich hoch, der Drecksack.
Ich werde mich zurück begeben. Da ist der Spawner? Oh, der wird zwei Ecke gestoßen. Hier ist noch so ein Dungeon. Den können wir ja morgen dann mal zusammen machen. Oder was ist denn morgen? Freitag, ne? Ja, und dann morgen wird's schwer. Jetzt wird's schon wieder ein bisschen blöd, ne? Jetzt gehen wir alle wieder einzeln hier rein. Je nachdem, wer gerade Zeit und Lust hat. Oder wollt ihr dann erstmal eure eigenen Ashlands irgendwo suchen? Weiß nicht, ich find's riskant. Nee, ja, glaube ich auch nicht. Wenn dann vielleicht zusammen versuchen, hier reinzugehen auf dem. Wo war der dann? Markier mal bei dir und dann share das einfach. Hier, in die Richtung. Das war halt dieser Vogel hat halt irgendwas erzählt von der Wieder. Sind meine Skelette überhaupt? Vielleicht gibt es hier noch eine Schmiede, die man finden muss, mit der man irgendwas machen kann. Ich renne jetzt auch erstmal raus, das Zeug ablegen, was ich habe. Dann gucke ich mal, was es für neue Rezepte gibt und so. Würde so gerne noch diesen Monolithen da kaputt machen, aber das wird, glaube ich, nichts, oder? Nee. Ich gehe jetzt auch hier die Zitadelle hoch oder was das ist, zum Turm und lock mich oben aus. Ich weiß nicht, ob meine Eismagie dem Monolithen überhaupt Schaden macht. Weiß es nicht. Ich renn raus. Im Dunkeln will ich ja nicht rumwuseln. Baumenü. Ich hab Baumenü-Dings, geht nicht mehr. Quit. Quit Popo. Gott, jetzt könnte es sein, dass ich sterbe. Ich habe kein Schild mehr. So. Wie viel spawnt hier? An jeder Ecke. Gerade erst geklärt und 5 Minuten später ist wieder alles voll. Also ich bin safe, ich bin raus. Alter, wieder so ein scheiß Morgen. Oh, der ist eklig. Also weil der so schnell ist, wenn der hier. Durch das Rollen, was der dort auch macht. Ich hoffe, ich kann die erstmal loswerden, indem ich kurz mal in diesen Dungeon reingehe. Das ist der Dungeon. Vorsichtig. Ist wahrscheinlich echt schlauer, nicht direkt an den Dungeon zu bauen, weil wir können den Dungeon immer noch als so ein kleine Zuflucht benutzen. Hm. Und wenn du dein Portal direkt neben dem Dungeon hast und du rennst rein, dann fangen sie ja an, dein Portal zu kloppen. Also den Dungeon als Zuflucht vielleicht einfach so wirklich daneben stehen lassen. Stehen sie alle davor? Ja, das ist die Frage, gehen die jetzt weg oder bleiben die jetzt dort? Und ich warte einfach bis zum Morgen, weil viele Nachtkreaturen, viele Nachtspawns, verschwinden ja dann um 6. Das könnten wir auch machen. Ah. Ein Mann und guck wenigstens. Sieht gut aus. Gar nicht gut aus. Hörst du nicht den Lärm? Nee. Ich höre den Morgen. Komm ja nicht durch. Jetzt werde ich gesehen von irgendwas jetzt nicht mehr. Eine Rolle. Ja. Oh! Ein scheiß Block. Der Morgen ist oben am Portal. Der kommt durchs Portal jetzt zu dir. Ja, ne? Also ihr macht aus, ne? Ich bin raus. Okay. Ich tue das noch einsortieren bei mir und dann. Ich mache jetzt die Aufnahme aus für die Folgen und werde jetzt einfach mal mit dem Chat zusammen ein bisschen chillen und mich hier rumärgern. Dann
Bis morgen. Ciao. Na, bis morgen. Tschüss. Verrückt.